Unsere Rudern weiter bis auf die Insel Salmi Dekos kommen. In Salmi, wie wir deren Inseln auch neckisch gesagt haben, sind sie bereits schon erwartet worden, und zwar von der Königin Phineus. Sie sind immer hoch. Nein, manchmal ist auch hoch. Königin Phineus ist eine ganz weiße. Ja, das lange jetzt, das ist genug. Ist eine ganz weiße, liebenswürdige Frau gewesen, aber auch eine Nu-Arme. Weil der Zeus hat sie bestraft, hart bestraft, wegen einem Vergehen. Und zwar mit 4 Plagegeistern namens Herpes. Nein. Harpia. Die 4 Plagegeister, das sind Vögel gewesen. Jedes Mal, wenn sie aufgetischt hat, sind sie hergeflogen gekommen, haben geschrauen wie blöd, haben alles weggestibitzt und mit dem Kot alles verschmiert. Verschmiert. Oder wie man auch so sagt. Da. Ja. Muss ich nochmal anfangen. Königin Phineus. Es hat keine Rettung gegeben von dieser Hartstrafe für sie, von diesen Herpes. Harpia. Herpes. Bra. Harpas. Hurpus. Harpia. Ich freue mich, euch in meinem Land begrüßen zu dürfen, tapfere Männer. Machen wir Freude, essen und trinken mit mir. Es hätte ein festliches Mahl sollen werden. Ah, das sind sie gekommen, die Harpia. Wir fangen die Vögel! Dass ihr mich von dieser Plage befreit habt. Seit Jahrzehnten ist das erste Mal, dass ich in Ruhe essen und trinken kann. Wie kann ich euch nur danken? Das haben wir gerne gemacht. Aber jetzt müssen wir weiter nach Kolchis zum König Aietes, um für ihm das goldige Flell verlangen. Das wird er euch nie geben. Der Aietes weiss, dass er seinen Reichtum nur am goldenen Fleiss verdanken hat. Außerdem hat er eine Tochter, Medea. Sie ist die grösste und die schönste Zauberin der ganzen Welt. Ich rate euch ab, kehren zurück. Es ist viel, 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 viel zu gefährlich. Die Argonauten haben sich verabschiedet. Hell, du bist ganz traurig gewesen, dass man dich verabschiedet hat. Ja, ja. Ja, genau. Sie haben sich verabschiedet und sind zurück auf das Schiff. Nach 2 Tagen und 2 Nächten sind sie endlich am frühen Morgen in Kolchis gelandet. Es sind nur 3 Argonauten an Land. Der Jason ist begleitet worden vom Theseus und vom Augias. Göttin Hera hat sie mit Nebel umhüllt. Und
Und so sind sie unsichtbar gewesen. Und so sind sie zum Schloss vom König Aietes. Mann, ist das ein Spaß gewesen. Nicht einmal die Wache haben sie mitgekriegt. Sie sind total durchsichtig gewesen. Ja, geh auch du. König Aietes ist total erschrocken, wo er die drei Helden aufs Mal vor sich sieht. Chillen, du hast gehört. Was seid ihr da? Wir sind daher kurz ins Goldiger Fleiß von dir verlangen. Bitte gibt es freiwillig. Das ist unmöglich. Er will euch nie geben. Ach, frag ihn bitte. Mirret, es lesen den Bergen nur, gibt es eine Sposta. Mai Äpfel mai, quella Pialza oder Nuss. Der Kohle ist der Akkuschkatze oder Mäum. Warum muss ich viel herhergehen? Du hast den Schwiegersohn Flixos böswillig getötet. Und auch seine vier Kinder, deine Enkelsöhne, hast du aus Kohlchen verbannt. Drum soll dir das Kohlige Fleiss nicht hören. Der König Aietes ist total erblasst, wo er das gehört hat, weil er nicht wusste, dass noch jemand anderes das Geheimnis weiss. Und dann hat er nach langem Überlegen und nach langem Schritt hat er dann endlich gesagt: Ihm biet ist das Wille Pialdi Null. Gut, du kannst das Fell haben. Denn dann wünscht das Team aus Atti Courage. Aber zuerst müssen wir eine Mutprobe bestehen. Ist das Rosarora Dens den Dragon?
oder quels dents venen giuldai a crescer e quels venen a batter contra tai. Du musst die Drachenzähne aussehen und aus denen werden Krieger wachsen. Die Krieger werden gegen euch kämpfen. Ti sa scudignar quella luce e la pial tiesce bocca lustos ti et es grons herox muri. Wenn du den Kampf gewünscht, gehört fehl euch. Wenn nicht, dann musst du und all deine grossen Helden sterben. Sie hat so tief blaue Augen gehabt, wie normal der Himmel über Chur. Sie hat so schwarze Haare gehabt, wie eine frisch steerte Autobahn zwischen Langquart und Lachen. Ihre Haut war so braun, brünt, wie ein frisches Gückeli vom Grill kurz vor dem Dreibeisen. Mit ihr hat er alles mitbekommen im Nebenzimmer und hat gewusst, dass die Aufgabe vom Jason, der da gekriegt hat, eigentlich unmöglich ist. Auch die Aphrodite auf dem Olymp hat die ausweglose Situation mitgekriegt. Und dann hat sie gesagt: Ich werde ihm helfen. Eros, mein Lieber, komm schnell. Schieß ganz geschwind die Brust von der Medea. Oh. Ist doch gut gewesen. Ja. Sex einfach nochmal, ist doch super. Denn sie ist eine grosse Zauberin und wenn sie sich in die Jason verliebt, dann kann sie ihm helfen. Einen kleinen Applaus. Gesagt, getan. Kaum ist passiert, hat Medea ein wunderschönes Gefühl in der Brust gekriegt. Tausend Schmetterlinge im Bauch. Sie hat nicht gewusst, was das ist. Sie war noch nie verliebt gewesen. Aber jetzt, wo sie den Jason sieht, war sie hin und weg gewesen. Auch der Jason, wo der Jason Medea sieht, hat er gewusst, das ist die Frau, auf die er schon ewig und immer gewartet hat. Nächste Reihe la Vetta, aus Victims de la Hydra, kund ses nov Chaos. E figei vendeccia, vini oder vossus fossus. Yesterday. Jason, wenn du siehst, dass du verlierst, musst du einen Stein nehmen und ihn zwischen die Soldaten werfen. Yesterday. Dann werden sie nicht mehr gegen dich, sondern gegeneinander kämpfen. Du bist eine schöne Frau. Nicht jetzt, nicht, dass es mein Vater gesehen hat. Yesterday. Ha ha ha!
Nein, ich glaube, ich habe recht bewiesen, dass ich Bello, ebenbürtig Bello. Bin. Was willst du jetzt machen? Spiel wegräumen! Warum? Das Spiel ist noch nicht fertig. Aber machen wir mal eine kleine Pause. Lassen wir die zwei ihr kleines Glück geniessen. Sie ist ja so eine herrlich reizende Person. Du weißt, damit kenne ich mich aus. Ja, ja, mein Schelm. Jetzt sind sich endlich mit dir und der Jason Hallo. Näher gekommen. Hey, nein. Hey! Deso, es geht's noch! Hey, Freishund! Geh zurück aufs Schiff und du dort! Gerade auch! Die Göttin von der Liebe hat in meinem Herz so viel Glut entfacht, dass ich von dir nichts anderes will, als dass du mich auch liebst. Nimm mich mit nach Griechenland und mach mich zu deiner Frau. Wir werden zusammen eine Familie gründen, bis ans Ende unserer Tage glücklich sind. Falls du mich aber verraten solltest. Nein, ich schwöre bei Hegate, das würde ich niemals machen, die Frau verloren. Wo mich geredet hat. Habt ihr gehört? Er schwört in meinem Namen. Sie haben eine wunderschöne Liebesnacht gehabt, aber am nächsten Morgen, als sie aufgestanden sind, haben sie erfahren, dass der Papa Aietes ihnen das goldige Vlies immer noch nicht gibt. Mein Vater will dich töten und das Schiff verbrennen. Dann hol es mit Gewalt. Mit ihr kommt mir vor wie eine Bond-Girl. Weil Bond-Girls, sie sind eigentlich im Reich des Bösen. Dann kommt der Held, dann verlieben sie sich in den Held und dann kämpfen sie für den Held. Sorry. Praxos, was machst denn du? Jetzt haben wir ein paar da. Nimm Platz. Kannst eine hier. Der Jason steht kurz vor dem Ziel. Er hat einen Haufen Aufgaben und Prüfungen hinter sich. Aber noch eine einzige große steht noch vor ihm. Nämlich der Sieg gegen den bösen Drachen, der das goldige Vlies bewacht. Lass mich machen. Und wieder ist es mit dir, der ihm hilft. Thank you.
Mein Vater wird bald herausfinden, was wir gemacht haben. Wir müssen schnell aufs Schiff kommen. So schnell sie können, sind sie aufs Schiff gegangen mit dem goldigen Vlies. Und was lernt der Jason aus dieser Geschichte? Es gibt Frauen, die sind ganz gemein und hinterlistig und ganz böse Monster, wo die können umbringen. Es gibt aber auch Frauen, wenn du die richtig findest, also die richtig, Gott, die richtig musst du früher finden, aber die richtig Frau findest, dann kann sie dir tausendmal mehr helfen als alle Kumpel zusammen. Was sagt da mein Orakel? Nein, nicht du. Ja, du. Oh, ich sehe in meinem Orakel, dass das frische, junge Liebesbärli auf das noch ganz viel, noch ganz viel Unheil auf sie zukommt. Wie normal. Aber jetzt zuerst feiern sie auf dem Schiff, dass gesund und munter zurückgekommen sind. Dass gesund und munter das goldene Vlies zurückbringen können nach Griechenland. Meine Damen und Herren, wir Griechen verabschieden uns bei euch Schweizer. Danke vielmals, dass ihr gekommen seid. Kommt daher. Merci vielmals. Super.